Mega happy verkündeten Bibi und Julian die Neuigkeiten in ihrem Video. Das Paar hat sich verlobt. Am Dienstag, den 3. Juli, ging Julienko mit einem Ring und einem Strauß Rosen vor seiner Freundin auf die Knie und fragte sie. Und Bibi sagte natürlich ja. Wir würden natürlich schon gerne, dass das Kind auf die Welt kommt und wir als Familie richtig starten und das ab der ersten Sekunde seines Lebens quasi den gleichen Nachnamen wie der Papa und die Mama hat. Deswegen Wunsch wäre es schon auf jeden Fall standesamtlich vor der Geburt zu heiraten. Das bedeutet auf jeden Fall, die Hochzeit müsste noch diesen Sommer stattfinden, denn am 4. Oktober ist schon der Geburtstermin des Babys. Ob der kleine Klaassen oder Heinicke heißen wird, überlegt das Paar noch. Auch überlegen sie, ob sie ohne Gäste heiraten und dann erst nach der Geburt des Babys eine große Hochzeit mit Freunden und Familie feiern.